Ja, liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, liebe Freunde dieses Bad Cannstatt Blogs, der erste Film im neuen Jahr ist einem Buch gewidmet, so wie ich es in Pforzheim auch gemacht habe, jetzt ein Cannstatter Buch. Ein ziemlich dickes Buch, 320 Seiten stark ist es und der Titel lautet Und die Frauen, Cannstatter Frauengeschichten aus 10 Jahrhunderten. Unterstützt durch den Verein Pro Alt Cannstatt ist das die Zusammenfassung von drei, ja eigentlich sogar vier Ausstellungen, die im Jahr 2017, 18 und 19 im Stadtmuseum Bad Cannstatt und in der Stadtteilbibliothek und in der Galerie Wiedmann gelaufen sind und die mit einem sehr großen Projekt verbunden waren, in dem ein Team von ungefähr 11, 12 Leuten 58 Biografien recherchiert haben und es war von Anfang an klar, wir wollten das auch in ein Buch fassen. Das hat aber ziemlich lang gedauert, letztendlich vom Anfang an des Projekts bis heute 3,5 Jahre. Kurz vor Weihnachten war es dann da, genau an dem Tag, an dem die Buchhandlungen schlossen. Und so konnten nur diejenigen, die Autoren, Autorinnen waren und auch diejenigen, die das durch ein Patenschaftsprojekt, also ein Sponsoring-Projekt quasi unterstützt hatten, dieses Buch auch schon vor Weihnachten durch eine Verteilaktion bekommen. Ja, und ich bin auch heute nicht alleine, sondern ich habe mich auf den Weg gemacht zu Helga Müller. Der Weg war sehr lang, weil wir nämlich im gleichen Haus wohnen, was ja unter Corona-Zeiten auch ganz gut ist, dass man das auf kurzem Weg machen kann. Und Helga Müller, die ich schon lange kenne und wir duzen uns auch, war bei diesem Projekt ziemlich von Anfang an dabei. Sie hat insgesamt 10 Beiträge geschrieben. Am Anfang hätte sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass es für sie so viele werden. Und wir möchten uns vor allen Dingen über 3 Beiträge heute so ein bisschen unterhalten. Wir sind bei Helga Müller in der Wohnung und endlich ist auch mal die Sonne da. Und so sitzt sie hier vor mir. Hallo Helga, grüß dich. Hallo Olaf. Jetzt hast du ja damals doch recht schnell, auch als ich dich fragte, ob du Lust hast, eventuell mitzumachen, gesagt ja. Was war denn damals so für dich das Hauptinteresse daran? Also was fandest du daran spannend? Weil du hast, wahrscheinlich hast du schon mal was veröffentlicht? Vielleicht im Rahmen von Schulprojekten. Ja, oder so. Ja, ja. Das kann natürlich sein. Aber du hast dich wahrscheinlich noch nie in so einem Buch gelesen als Autorin, nee, oder? Da war ja überhaupt kein Gedanke dran. Ja, genau. Nein, ich glaube, also einmal hatten wir ja schon manchmal gemeinsame Projekte, im Rahmen des Museums. Richtig. Ja, dann haben wir es waren Lesungen vor allem. Ja, genau, bei der Langnacht im Museum. Mhm. Und damals kam ich über, natürlich, weil ich Germanistik studiert habe, über die Elisabeth Mann dazu, ne, Tante Toni aus Stuttgart, aus Cannstatt. Mhm. Und da war Hesse noch im Gespräch und ja, dann haben ab und zu was zusammen gemacht und dann hast du mich gefragt und dann habe ich gedacht, oh ja, ich war ja da schon in Pension, da kannst du jetzt nochmal wirklich das machen, was dir Spaß macht. Mhm. Und dann war ich bei den ersten Besprechungen dabei und dann hast du da so eine Liste, damals waren es vielleicht 30 genau. Frauen, genau. Vorgelegt und also mir sagte kaum jemand was ja. war mein Name. Außer natürlich diese Elisabeth Mann, das war klar. Ja. Und über die hast du ja dann auch einen Beitrag gemacht. Hier ist übrigens so ein Belegfoto, das haben wir damals in die Presse gegeben und da bist du auch ganz links zu sehen. Die Beteiligten halten eine Wäscheleine, genau mit verschiedenen Objekten. Der Herr Schmid, der damals der Leiter vom Stadtmuseum war, steht da auch. Ich und eben auch einige Paten und Patinnen, auch meine Stellvertreterin, die Frau Leicht, die vom Verein aus das mitbetreut hat. So. Und nun ist es so, du hast ja dann auch, also man konnte sich die Frauen ja aussuchen. Und ein paar bekannte Namen waren ja drin. Und ein bekannter Name war tatsächlich, wobei es eine kleine Diskussion gab, soll sie rein, soll sie nicht rein, aber die meisten waren dafür, Gudrun Ensslin. Was hat dich bewogen, genau hier zu sagen, ja, das will ich versuchen? Oder also bei allen anderen Frauen hätte ich gesagt, ja, wenn jemand anders das machen will, dann gerne, gar kein Thema. Aber bei der Ensslin, da habe ich gedacht, das will ich jetzt machen. Mhm. Also es hat mich ungeheuer gereizt, weil ich natürlich ein Kind der Zeit war und die ja von der Sozialisation her, ich will mal sagen, ähnlich war mit ihrem Studium, mit ihren Interessen.
Und wie der Lebensweg dann war, das war immer für mich ein Thema, faszinierend. Und dass ich da jetzt dazu komme, tatsächlich einen Anlass zu haben, da genauer zu recherchieren. Und also je länger ich da dran war, umso mehr habe ich mich da reingegraben. Und du hast auch, ich habe das ja teilweise mitbekommen, was bei dir für Bücher ankam, die du dir bestellt hast, also auch gekauft hast und so, um sie durchlesen zu können und durcharbeiten zu können. War das für dich so eine doppelte Zeitreise in gewisser Weise? Das eine die Biografie von ihr und das andere auch Dinge, die dich selber an was erinnert haben? Also ja und nein. Also in dem, wie soll ich mal sagen, je tiefer man da reinkam, umso verrückter wurde das eigentlich. Ja. Also selbst wenn man gedacht hat, am Anfang hatten wir ja die gleichen Ziele in den 68er, 69er, für mich vielleicht auch noch 70er, da war das ein Thema. Mhm. Ne? Aber in der Radikalität und in dieser Absurdität, in das sich das hineingesteigert hat, war die so weit weg von mir. Mhm. Und das war eigentlich auch ganz gut so, ne? Dass man das dann etwas neutraler sehen konnte. Mhm. Und was aber dann für mich noch interessanter wurde, war, nachdem ich gemerkt habe, wie sehr die Familie involviert war. Ja. Und das ist ja auch dieser Cannstatter Anteil. Also die Familie ist ja länger in Cannstatt gewesen als sie, die zwar hier einige Zeit ihrer Jugend verbracht hat, weil der Vater nach Cannstatt versetzt wurde an die Lutherkirche. Und wobei sie schon viel hier in Cannstatt war. Und das ist, glaube ich, auch für die Leser ganz interessant, dass man sieht, oh, da ist die Terroristin, jeder kannte die Bilder von ihr, ne? im Gerichtssaal und so. Ja. Waren ja überall Bilder. Mhm. Und dann erfährt man auf einmal, in welchem, in Anführungszeichen, spießigen Umfeld sie sich hier in Cannstatt bewegt hat. Also bis hin Kursaal als Ort für... Kursaal, die Verlobung, die ja spektakulär verlaufen ist. Ja. Aber auch so, die kam sogar mit dem Bader auf der Flucht, kam die noch in das Elternhaus, ins Pfarrhaus in der Wiesbadener Straße. Und der Vater hat sie angefleht, sie sollen sich stellen. Mhm. Und das finde ich ja total interessant. Das wusste ich nicht und das wussten viele nicht, die jeden Tag vielleicht an dem Haus vorbeigehen, was dort alles sich abgespielt hat. Genau. Und das ist auch, ich habe ja jetzt gehört von manchen Leuten, die das Buch lesen und nicht ganz so mit Cannstatt verknüpft sind, es aber trotzdem haben wollten, und dass die als erstes eigentlich immer diesen Artikel lesen. Das habe ich jetzt mindestens schon 5-mal aus verschiedenen Richtungen gehört, weil es ist natürlich auch ein sehr bekannter Name. Klar. Und man verbindet, wenn man einer gewissen Generation angehört, einfach damit etwas. Und das Spannende hier, denke ich, ist wirklich dieser Bezug zum familiären Umfeld. Was macht es auch mit dem familiären Umfeld? Und das wird ja in deinem Artikel sehr deutlich. Jetzt, die drei Geschichten, die wir uns überlegt haben, dass wir die heute kurz vorstellen, haben sozusagen mehrere Gemeinsamkeiten. Und eines ist tatsächlich dieses theologische Umfeld. Vielleicht gehen wir mal auf die älteste der Geschichten. Und das ist Elisabeth Oehler-Heimerdinger. Was fandest du bei ihr so besonders faszinierend? Also was hat dich bei dieser Frau, die ja in einer völlig anderen Generation um 1900 aufgewachsen ist und die dann aus dieser Welt heraus in eine ganz andere Welt kam, was hat dich an ihr so begeistert vielleicht? Also diese Frau ist mir irgendwie so nahe und ich kann es gar nicht richtig erklären. Okay. Und ich glaube aber, es ist genau das, was diese Frau in ihrem Leben auch ausgemacht hat. Mhm. Die muss eine Art von Herzenswärme, Güte, Verständnis, Intelligenz, Mut, Lebensfreude, Kraft gehabt haben und dass das sogar auf mich über ihre Bücher, die ich zum Teil gelesen habe, über das, was ich über sie recherchiert habe, die Art und Weise, wie sie gelebt hat, wie sie sich selber beschreibt, wie sie andere beschreibt, wobei sie selber beschreibt sich nicht so viel, also das entspricht nimmt gar sie nicht eher zurück, ihrem Wesen. Ja. Mhm. Aber das spricht aus jeder Pore und ihr Mann, ich glaube, das hast du ja auch hier mitgebracht, genau. Ihr Mann, es war ja eine ganz glückliche Ehe, bevor wir vielleicht noch mehr davon erzählen, hat ihr nach ihrem Tod ein kleines Büchlein ihr zu Ehren geschrieben.
geschrieben. Und das ist so eine Liebeserklärung. Das ist derart rührend, ohne kitschig zu sein. Mhm. Das ist wunderschön. Mhm. Und die besondere Geschichte bei ihr ist ja, dass sie genau mit diesem Mann, den sie schon von Kindheit eigentlich kannte und auch Romantik pur verehrt hat und so, dass sie dann einen Weg gegangen ist, den gar nicht so wenige gegangen sind aus Deutschland oder der Schweiz oder so. Sie wurde Missionarspfarrfrau sozusagen. Aber was sie eben in China da in der Zeit vor und dann, weil sie nicht zurück konnten, auch während des Ersten Weltkriegs erlebt haben und was sie daraus gemacht hat, dann später auch, ist auch spannend, weil sie hatte den Blick auf die Frauen dort. Natürlich ist das Missionarische auch drin, aber sie schreibt gezielt dann auch später Bücher über chinesische Frauen, deren Leben. Ja, sie geht sogar so weit, dass sie chinesische Frauenliteratur aus früheren Jahrhunderten ins Deutsche übersetzt und sozusagen zugänglich macht. Mhm. Und sie hat auch ein ganz, ganz hübsches Buch über ihre Kindheit in Kanchat geschrieben, also was wirklich reich an Anekdoten und Atmosphäre ist. Mhm. Du hast gerade einen Moment gesagt, das war das Thema Mut. Mhm. Ja. Ja. Wo würdest du das bei ihr besonders festmachen? Also, ich muss ein bisschen ausholen. Ja, okay. Denn du hast es schon angedeutet, sie war gut in der Schule und alles und sollte gerne Lehrerin werden. Ihre Eltern haben ja das zeitgemäß nicht erlaubt. Da sollte man ja zu Hause warten, bis man dann verheiratet wurde. Und sie war dann schon über 20, also es wäre schon längst an der Zeit gewesen. Aber da passierte nichts. Mhm. Und sie hatte eine Freundin, Maria, ihre beste Freundin, und die hatte einen Bruder. Und dieser Bruder war der Sohn, also die Kinder vom Dekan Hermann Oehler damals. Und diesen Bruder der Freundin, den hat sie wohl in der Kirche öfters gesehen. Der war auch nicht zu übersehen, der war sehr groß und sehr schmal. Er war schon eine auffällige Erscheinung. Und der natürlich hat Theologie studiert und war in der Basler Mission und ging nach China. Und die durften ja dort also dann tatsächlich, wenn sie sich 2 Jahre bewährt haben, auch eine Frau finden. Dann hat man aber von der Mission aus immer die Frauen ausgesucht. Und er hat ja dann ein Telegramm geschickt an sie und hat gefragt, ob sie ihm folgen wolle nach China. Und die hat nur zurücktelegrafiert, ja. Die hat sich nichts anderes gewünscht. Und das finde ich jetzt schon extrem mutig. Also aus einem wirklich so behüteten Elternhaus aus Kranstadt raus in eine völlige Fremde, ohne Zwang. Also niemand hätte ihr das übel genommen, wenn sie gesagt hat, nein. Nein, sie ist im Februar, ich glaube 1909 war das, nach Genua. Die Eltern haben sie begleitet und dann ist sie da 3-4 Wochen auf dem Schiff gewesen und wird dort angekommen, dann hat sie ihn dann da gesehen. Also ich erzähle das nicht weiter, es ist wirklich total romantisch, ich habe es ja auch im Buch geschrieben. Und dann hat sie dort die Zeit verbracht und war da mutig. Mhm. Also hat sofort die Sprache gelernt, hat sich eingebracht, hat ihren Mann begleitet auf diesen Reisen, die er da beruflich unternehmen musste. Sie hat sich da nicht einfach ich bin jetzt da und verpflege den Mann und mache das Haus. Sie hat sich von Anfang an mit identifiziert, mit der Arbeit. Und das Thema mit den Frauen ist extrem interessant, denn das ist so modern, dass sie sich mit den Frauen ausgetauscht hat, dass sie genau hingeguckt hat, unter was leiden die Frauen, dass sie den Mut gehabt hat, das zu beschreiben und den Willen, das nach Hause zu schicken, um hier in Cannstatt die Gesellschaft zu informieren, wie es dort zugeht. Genau. Das ist super. Ja, und die Bücher wurden ja dann auch weit über Cannstatt hinaus, über teilweise auch religiöse Verlage, aber sie wurden verbreitet und so ging diese und Nachricht übersetzt. Auch. Und auch übersetzt sogar, genau. Jetzt ist so, ich sehe gerade, dass unsere Filmzeit eigentlich schon zu Ende ist. Es macht aber nichts, wir machen über die nächste Frau einen einzelnen Film, das passt auch, denke ich. Und für jetzt machen wir sozusagen die Pause, ich sage aber gleich, Fortsetzung folgt, denn auch die nächste Frau stammt aus religiösem Umfeld und auch da geht es um das Thema Mut.